Spätestens seit 1989 ist sich die Mehrheit der Medien, der Politiker, aber auch der Juristen in der Bundesrepublik einig. Man hat 1989 mit der DDR einen Staat, im wahrsten Sinne des Wortes, abgewickelt, der als Unrechtsstaat gilt. Und die Bundesrepublik selbst schaut auf eine mehr Jahrzehnte währende Geschichte als Rechtsstaat zurück. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gegen den Strom. Gleichwohl lohnt es sich bei dieser Frage auch wie immer etwas tiefer zu bohren. Ich begrüße Professor Dr. Erich Buchholz ganz herzlich. Sie sind emeritierter Ordinarius für Strafrecht an der Humboldt-Universität in Berlin und einer der, wenn ich das so sagen darf, bekanntesten, renommiertesten Strafrechtler in der DDR. Sie haben eine Reihe von Publikationen geschrieben. Eine jener Publikationen befasst sich genau mit diesem Systemvergleich zwischen der alten BRD und der DDR im Hinblick auf das Rechtssystem. Jetzt stelle ich aber, bevor wir diesen Vergleich kurz besprechen, eine persönliche Frage. Sie sind noch im Krieg fernimmatrikuliert worden in der Universität, in der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin und haben dann ihre juristische Ausbildung genossen. Das heißt, ihre Prägung ist eigentlich gestartet, ihre juristische, ihre Werteprägung, bevor es überhaupt die DDR gab. Das ist richtig, das ist richtig. Wie überhaupt vieles aus meiner Sichtweise auf Natur und Gesellschaft sich ausgeprägt hat, zumindest in den Grundzügen, bevor es überhaupt die DDR gab. Ich komme gleich auf die Frage, die Sie hier aufwerfen. Ich möchte sagen, also als Volljurist, Vollblutjurist, Vollblutjurist, als der ich mich fühle und ansehe, muss ich immer an mich halten, wenn jemand vom Unrechtsstaat überhaupt spricht. Das ist kein juristischer Begriff, das ist im Klartext nur eine Denunziation, ein Kampfbegriff, ein Schimpfwort. Ich habe das sehr deutlich erlebt, als in dem ersten Grenzerprozess im Jahre 1991 am Schluss, als das Urteil verkündet wurde, der Vorsitzende einer Schwurgerichtskammer, also nicht irgendeines Gerichts, im Laufe seiner Begründung dann, weil die Verteidigung auf Parallelen hingewiesen hatte, nämlich tödliche Schüsse an der Westgrenze der Bundesrepublik, dann folgenden Satz aussprach. Jene, die bundesdeutschen Beamten, hätten einem Rechtsstaat gedient. Diese einem Unrechtsstaat. Also deutlicher kann man sich als Jurist gar nicht entlarven, gar nicht entblöden als so etwas. Denn, und das weiß der Herr natürlich eigentlich auch, ob es eine Straftat war, ob es ein Tötungsdelikt war oder was auch immer, richtet sich nicht danach, welche Uniform man anhat oder wem er dient oder nicht gedient hat, sondern nach den Straftatbeständen. Indem er also so das materielle Recht, das hier die Grundlage wäre, das Strafrecht, sozusagen mit einem Federstrich oder mit einer Handbewegung beiseite schiebt, hat er sich eigentlich von seiner juristischen Ausbildung entfernt und will ich auch aussprechen, mit solchen Äußerungen den Rechtsstaat Bundesrepublik beschädigt. Das ist gewissermaßen mal der Vorspann. Damit sage ich, der Begriff Unrechtsstaat, das ist kein Begriff, das ist ein Unwort. Unrechtsstaat ist jenseits jeder halbwegs ernsthaften, schon gar nicht juristischen Diskussion. Ich habe den selbst vor dem, glaube ich, fast niemals gehört. Und schon nicht einmal, das möchte ich hier anmerken, Sie haben ja darauf hingewiesen, meine juristischen Studien begannen weitgehend schon vorher, nicht einmal den Begriff Rechtsstaat. Also in den Vorlesungen in den 40er Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass der Begriff Rechtsstaat überhaupt vorkam. So, aber über den kann man reden. Und bevor man überhaupt über Unrechtsstaat redet, müsste man über Rechtsstaat reden. Und jeder ernsthafte Verfassungsrechtler, ich denke zum Beispiel neulich an eine Äußerung von Professor Dr. Sita Simon,
denkt ähnlich. Schon der positiv besetzte Begriff Rechtsstaat ist nicht so ganz einfach zu fassen. Wenn man was Verständliches, weil der Begriff Recht vorkommt, beim Rechtsstaat daran denkt, dass in diesem Staat Recht und Gerechtigkeit herrsche, na, der hängt einer Illusion an oder einem Irrtum. Nun wird das ja genau auch das Ziel sein, wenn ich mit einer solchen Polarisierung den einen Staat desavouieren und sein Rechtssystem desavouieren will und dem anderen Staat das positive Wapperl, würde man in Bayern sagen, anklebe, dann ist das ja genau gemeint. Genau das ist gemeint. Insofern ist, wie Sie sagen, die Unterscheidung etwas, was im Positiven wie im Negativen problematisch ist. So, aber die, ich meine, das, was damit politisch gemeint ist, ja, das liegt so eindeutig auf Hand und das ist kein Thema für mich. Ich agitiere nicht über die politischen Gründe oder Hintergründe. Ja. Aber zum Rechtsstaat wenigstens zwei, drei Sätze muss man schon mal sagen. Wie gesagt, auch den, mit dem bin ich erst begrifflich und juristisch, also später etwas bekannter geworden. Und eben die Vorstellung, es mit Recht und Gerechtigkeit in Verbindung zu bringen, war genau das, was viele DDR-Bürger dann schwer enttäuschte. Also die Verbel Bohley beispielsweise hat es ja so ausgedrückt, wir hatten auf Recht und Gerechtigkeit gehofft und was haben wir gekriegt? Den Rechtsstaat, wo andere denn noch viel präziser sagen, den Gerichtsstaat oder den Rechtswegestaat. Das ist da schon bemerkenswert. Ja, was ist der Rechtsstaat? Wenn man den wenigstens fassen wollte. Das Grundgesetz kennt jedenfalls in dem maßgeblichen Artikel 20 diesen Begriff nicht. Da ist also von einem sozialen Bundesstaat die Rede und sowas alles. Aber es enthält ganz sicher wesentliche Elemente, also die mit dem Gedanken der Gewaltenteilung verbunden sind oder daherrühren. Und da wird eben unterschieden zwischen der Legislative, der Exekutive und der Judikative. Und gesagt, dass also das, was die Legislative produziert an Gesetzen, gefälligst von den anderen, natürlich auch von den Bürgern beachtet werden soll. Ist das nicht etwa eine Selbstverständlichkeit? Kommt da irgendetwas Besonderes zum Ausdruck, wobei man das Attribut Rechtsstaat hinzufügen könnte? Wobei man ja da kritisch anmerken müsste, das wird ja auch hier und da mal gemacht, dass diese Trennung in beispielsweise der Position der Staatsanwaltschaft, insbesondere der Generalstaatsanwaltschaft oder den Generalstaatsanwälten der einzelnen Bundesländer, diese Trennung zwischen Politik, also Legislative, und der Rechtsprechung, der juristischen Seite, schon gar nicht mehr so ganz sauber. Also eigentlich, das ist eine bekannte Diskussion, Die ist ja so weit inzwischen, dass selbst die Staatsanwälte wünschen, oder zumindest Äußerungen in der Richtung bekannt sind, dass auch bei ihnen das Attribut der Unabhängigkeit, was ja nur für den Richter gilt, gelten möge, um ihren die Unabhängigkeit von der Politik für ihre Strafverfolgungstätigkeit zu haben. Wobei nicht einmal die Richter selbst sich selbst ernennen können. Also nicht einmal Richter ernennen, auch da ist die Frage. Ist die Exekutive da maßgeblich? Das fängt schon damit an, was ich persönlich auch sehr erlebt und diskutiert hatte, dass die Juristen nach dem Abschluss der Universität sagen können, also was ihr mir erzählt habt, ihr Professoren, ist völlig belanglos, denn jetzt muss ich zur Prüfungskommission der Justizverwaltungsstelle, also das Justizprüfungsamt. Mhm. Und die werden examinieren, ob ich was gelernt habe und nicht, was ihr mir erzählt habt. Und das geht zweimal mit dem zweiten Examen. Ja. Also die Exekutive ist da schon mächtig dabei. Aber was mir wichtig ist, ist Folgendes. Also mit dieser, vielleicht sollte man besser sagen, Zuständigkeitsunterscheidung oder Arbeitsteilung oder weiß ich was, Gewaltenteilung ist sowieso problematisch, denn der Einzige, der Gewalt hat, wirklich Gewalt hat, wenn es ernst wird, Polizei. Das Parlament tut ja nichts, kann ja nichts tun. Es verbreitet die Gesetze über Bundesgesetzblatt.
Selbst die Exekutive, wenn sie nicht weiterkommen, holt sie die Polizei. Der Gerichtsvollzieher braucht die Polizei. Überall. Wenn der nicht in den Knast freiwillig geht. Ja. Also die einzige Kraft, die Gewalt, und zwar auch vis absoluta, also körperliche Gewalt hat, ist die Polizei. Deswegen ist das auch alles so ein bisschen Illusion, wie andere sagen. Damit ist schon angedeutet, dass selbst der formelle Begriff oder der formale Begriff der Rechtsstaatlichkeit zumindest zu hinterfragen ist. Also auch der liegt nicht mehr so auf dem Tisch. Am besten ist vielleicht da noch der Hinweis auf den Justizgewährungsanspruch. Das ist schon mehr was Konkretes. Mhm. Und das ist sicher auch ein Merkmal, was in der Bundesrepublik nach der Gesetzeslage und in unterschiedlichem Maße nach der Praxis auch da ist und insofern manches anders ist, als in der DDR war. Nur, wie das mit den Ansprüchen so ist. Ein Anspruch kann man nur haben, wenn er im Gesetz geregelt ist. Also um es mal ganz billig zu sagen, einen Rechtsanspruch auf Arbeit gibt es nicht im Grundgesetz. Also ich kann da nirgends hingehen und irgendwen, wen soll einklagen. Ich, wen soll ich denn verklagen? Ja. Wen denn? Den Jobcenter oder was? Ja. Also, die würden schmunzeln, ja, das stimmt. Und selbst die bemerkenswerte Einrichtung, dass ein Bürger bis zum Bundesverfassungsgericht gehen kann mit einer Verfassungsbeschwerde, ist durch so viele Hürden erstmal blockiert. Mhm. Er muss erstmal die Instanzen ausgekostet haben. Und seit 10, 15 Jahren hat sich das Bundesverfassungsgericht da eine Schutzklausel da einbauen lassen. Sie können Sachen, die Sie nicht entscheiden wollen, ich sage auch mal ein bisschen kess so, nicht entscheiden wollen, einfach nicht zur Entscheidung annehmen. Der Bürger, der Beschwerdeführer kriegt ein Blatt. Da stehen alle möglichen Formalien, also wer gegen wen und wegen welcher und so weiter. Und dann kommt der spannende Satz am Schluss, eine Zeile. Die Beschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen. Punkt. Ohne jegliche Begründung. Und das ist... Und auch unwiderrufbar. Na, das sowieso. Ja. Klar, ja, ja. Ich will es nur noch mal deutlich ist machen, dass es, das ist die Sackgasse. Absolut, Feierabend. Ja. Und deswegen kann die Zahl schon stimmen, dass von allen Verfassungsbeschwerden nur etwa 3% zum Erfolg führen. Bei den Revisionen sind es nur 5%, aber immer 5%. So, also auch der Justizgewährungsanspruch, der bemerkenswert ist und der auch eine Reihe von Stützen in der Rechtslage hat, Verwaltungsgericht und so weiter, ist in der Wirklichkeit mit einigen Problemen belastet. So, also, und noch ein letzter Satz. Vor dem Völkerrecht gibt es sowieso nicht den Unterschied zwischen Rechtsstaat und Rechtsstaat. Vor dem Völkerrecht sind alle Staaten gleich. Richtig. Und da werden alle Staaten an denselben Kategorien gemessen. Und insofern ergibt sich dann zwar eine politische Bewertung, wenn man das möchte, aber das ist dann... außerhalb des rechtlichen. Außerhalb des rechtlichen Rahmens. Jetzt haben Sie in Ihrer Publikation, wo es um diesen Systemvergleich geht, darauf hingewiesen, dass ein wichtiges Merkmal auch dann, wenn man an einem Gesetz vielleicht was zu kritisieren hätte, der Umstand ist, dass es eine Sache rechtlich geregelt ist. Und wenn Sie das vielleicht einfach nochmal erläutern, auch für von der rechtsphilosophischen Seite her, dass wichtiger als eine solche kampfpolitische Unterscheidung eigentlich die Frage ist, gibt es so etwas wie Rechtssicherheit? Mhm, ja, also hinter diesem Stichwort Rechtssicherheit, ich will das mal sehr deutlich auch persönlich sagen, auch aufgrund meiner Erfahrung vor 45, eine außerordentlich bedeutsame Sache, wenn Sie so wollen, ein hoher Wert ist. Diese Rechtssicherheit hängt auch mit dem Namen Gustav Radbruch zusammen, einem, nach allem, was ich von ihm weiß, sehr aufgeschlossen, sehr progressiven Jurist, der ja auch in der Weimarer Zeit vieles, zum Beispiel, dass Frauen überhaupt in der Justiz in Erscheinung treten, eine Rolle spielen können.
es maßgeblich auf seine Tätigkeit als Reichsjustizminister zurückzuführen. Also ich schätze den Mann sehr. Die Aussage, die jetzt hier angesprochen ist, betrifft Folgendes. Im Interesse der Rechtssicherheit, die nämlich besagt, der Bürger soll sich darauf verlassen können, dass in seinem Staat hier und dort, heute und morgen, nach dem gleichen Recht gemessen wird und auch das gleiche Recht einheitlich angewandt wird. Gerade die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung, ein außerordentlich großes Problem in der Bundesrepublik, hat er sehr unterstützt und betont. Und dahinter steckt das, was dann später mit der Begriff und der Radbruchschen Formel verbreitet oder was weiß ich, vertreten worden ist. Radbruch von dieser Überzeugung der Rechtssicherheit hat in der bekannten Schrift in der Süddeutschen Juristenzeitschrift 1946 das bezogen auf die Nazi-Gesetzgebung, in Anführungsstrichen Gesetzgebung, sehr deutlich markiert. Die Rechtssicherheit hat eine solche Bedeutung, ein solcher Wert, dass selbst ein schlechtes Gesetz, ja, er hat es noch viel krasser ausgedrückt, ein juristisch mangelhaftes Gesetz, ein Gesetz, das also vielleicht die Rechtssicherheit nicht genügend gewährleistet, wovon es in allen Ländern massenhaft gibt, je nach den Bedingungen und Umständen, der Jurist liest es einfach daran, wie viele tausend Änderungen sind in relativ kurzer Zeit, manchmal sogar 3 Tage später nochmal vorgenommen worden. Und wenn du an einem Rechtssystem an der einen Ecke was rausreißt, das beißt, also wie beim Haus, wenn du da am Fundament, dann wirkt sich das irgendwie aus. Also die Klarheit der Gesetzgebung und was also Einheitlichkeit der Rechtsanwendung, all diese Voraussetzungen der Rechtssicherheit sind auch in der Bundesrepublik keineswegs so, dass man davon sprechen kann, dass es ein Recht, das sich für einen Export, gibt nämlich so eine Broschüre, wissen Sie vielleicht, die da in Vorbereitung ist vom Justizministerium, vor allem Wirtschaftsrecht bezogen, deutsches Recht als Exportschlager. Also so doll ist das nicht. Aber Radbruch hat, und was hier wesentlich ist, auch eine Grenze gezogen. Und gesagt, die Grenze kann nicht klarer gezogen werden als in dem Punkt, an dem Punkt, dass ein schlechtes Gesetz dann nicht mehr die Qualität des Rechts in sich hat, wenn es das Gesetz von vornherein und im Gesetz selbst das Grundprinzip des Rechts, nämlich die Gleichheit vor dem Gesetz, verbal schon streicht, beseitigt. Er dachte an die Nürnberger Gesetze, da war er nur völlig klar, Rassengesetzgebung, an die Polen- und Judenstrafrechtsverordnung, wo eben stand, der Pole, der Jude wird so und so bestraft. Da ist das Ende des Rechts. So. Und in der DDR gab es dergleichen Gesetze nicht. Man kann über manche Gesetze immer streiten. Ich habe 1000 Juristen begegnet, zig Diskussionen über alle möglichen Rechtsvorschriften gehabt. Aber solche Gesetze gab es in der DDR nicht. Hat auch niemand irgendwann behauptet, man kann das bunte DDR-Gesetzblatt durchblättern von vorne bis hinten. Das gibt's nicht, gab es nicht, ist nicht da. So, und das ist für mich eine Position, die ich voll und ganz unterstütze und mich mit ihr identifiziere. Jetzt ist im Zusammenhang mit der juristischen oder mit den Paragraphen ja insbesondere ein Paragraph in die Diskussion gekommen im Strafrecht der DDR oder dem man, wo man sicherlich kritisch zu stehen kann und der also insofern eine, ja, ich sag mal, Position innerhalb des Strafrechts hat, die es in der vergleichbaren Form in der BRD nicht gegeben hat. Ich denke jetzt an 249. Ja, Sie meinen eine ganz spezielle Vorschrift, der Paragraph 249, die wir verkürzt als kriminelle Asozialität bezeichnet haben, also es heißt als Störung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten. Also erstmal in dem Tatbestand im Gesetz sind eine Reihe von Voraussetzungen angegeben worden und keine Pauschalität von wegen Asozialität. Also das ist beschrieben.
Und ich darf mal anmerken, in verschiedenen Entscheidungen von bundesdeutschen Gerichten, wo es um der Betreffende eine Rehabilitierung wegen 249 haben wollte, auch gesagt wurde, naja, nur wenn jemand seine Miete nicht zahlt, wenn jemand nicht für den Unterhalt sorgt und extra sich von den erforderlichen Arbeitspflichten dazu entzieht und so weiter, naja, das ist ja nun nicht anständig, das kann man nicht etwa rechtfertigen und ähnliches. Nein, das Problem ist eigentlich, liegt viel tiefer. Das Problem liegt viel tiefer. Das ist auch wiederum für die DDR insgesamt und für das DDR-Strafrecht auch insgesamt insoweit atypisch, weil wir mit dieser Problematik ein soziales Problem anpacken wollten oder diejenigen, die es vorgeschlagen haben, ich sage deshalb nicht wir in toto, weil ich mit der Frage zunächst gar nichts zu tun hatte. Es war die Vorstellung, um der Kriminalität überhaupt den sozialen Boden zu entziehen. Das war eine Diskussion, die in den 50er Jahren schon eine große Rolle gespielt hat. Inwieweit kann man in das Vorfeld hineingehen? Und da will ich mal anmerken, Betteln, Landstreicherei und dergleichen war nach dem Reichsstrafgesetzbuch schon immer strafbar, allerdings als Übertretung. Insofern ist das also insofern nicht völlig Neues. Und hier hat es allerhand Diskussionen gegeben über diese Frage. Und das ist ja auch später in vieler Hinsicht auch durch die Rechtsprechung und die Tätigkeit des obersten Gerichts, sagen wir mal, auf einen vertretbaren Rahmen bezogen worden. Aber das Beispiel ist insofern, oder auch folgendes. Ja, weil wir uns besonders mit Jugendstrafrecht beschäftigt hatten, eine besondere Konfrontation oder Begegnung mit dieser Straftatbestimmung, weil wir festgestellt hatten bei unseren Untersuchungen, dass es auch Fälle gab, nicht massenhaft, aber auch einige, wo Jugendliche, also noch nicht 18-Jährige, nach dieser Bestimmung bestraft wurden und je nachdem, was es nun war, Jugendhaus und so weiter, ausgesprochen wurde. Und wir haben das untersucht, haben festgestellt, zwei Dinge haben wir festgestellt. Also erstens, das kann für Jugendliche nach der Intention des Gesetzes nicht gedacht gewesen sein. Aber vor allem, wir haben festgestellt, das hat ja auch für den einzelnen Jugendlichen eine Vorgeschichte. Wie kam es dazu? Probleme in der Schule, Berufsausbildung und so weiter. Wer hat da versagt? Wer hat da versagt? Und zum Beispiel insbesondere die Jugendhilfe. Ich spitze etwas zu, weil das mal ein Einzelfall ist, aber nur mal der Zuspitzung halber. Gerade die Institution, die Jugendhilfe, die sich doch darum kümmern sollte, dass so ein junger Mensch, wenn häusliche oder andere Probleme sind, doch noch den richtigen Weg findet, hat kapituliert. Ich meine, das ist nichts Besonderes in der DDR, hier in der Bundesrepublik kapituliert die Jugendhilfe ja auch vielfach. Es gibt ja eine Reihe von extremen Dingen, die in den Medien behandelt wurden. Aber da es in der DDR dann die Möglichkeit gab, der Staatsanwaltschaft einen Tipp zu geben, was ist denn mit dem, könnt ihr da nicht, ist dieser Weg vom Gesetz her formal zulässig genutzt worden. Und als wir das untersucht haben, haben wir gesagt, das geht nicht und haben vorgeschlagen, den Tatbestand zu ändern, das bei Jugendlichen nicht gilt und so weiter. Wie das so ist, so ganz einfach, auch wenn es sachlich überzeugend ist, passiert nirgends gleich, dass der Gesetzgeber springt und was macht. Aber wir haben greifbar erreicht, dass die Generalstaatsanwaltschaft an ihre Staatsanwälte eine Weisung erteilt hat, also bei 249, bei Jugendlichen wird keine Strafverfolgung gemacht. Das geht schneller als ein Gesetz und war auch greifbarer, wirksamer. Und auch sofort umsetzbar. Ja, sofort umsetzbar. Ja. Also das ist einer von den ganz, ganz wenigen problematischen Straftatbeständen, die es in diesen 40 Jahren DDR gegeben hat. Wenn wir also ausgehen von unserer Überlegung am Anfang, dass es sich hier bei dieser Unterscheidung eigentlich eher um politische Begriffe, denn um juristische Begriffe handelt, würden Sie in der Rückschau sagen, natürlich gibt es wie in allen
Systemen und in allen Staaten einzelne Gesetze, die hätten optimiert werden können, die hätten sauberer, die hätten klarer sein können. Das gab es in der DDR. Oder gar nicht erst erlassen. Oder hätte es überhaupt nicht gebraucht. Aber Ihr Fazit nach Ihrer Erfahrung ist, dass es ein Land gewesen ist, ein Staat gewesen ist, in dem das Leben rechtlich geregelt, also diese Rechtssicherheit im Sinne der Radebroschen Formel stattgefunden hat, mit allen Makeln, die überall da sind. Insofern dieses Etikett kein Etikett ist, was sich irgendwie verifizieren lässt anhand einer juristischen Praxis. Also das DDR-Recht. Ja. Angefangen von der ersten Verfassung der DDR, die ja bekanntlich eine Verfassung war, die für ganz Deutschland vorgesehen, gedacht und diskutiert worden war. Wo also schon die Gleichberechtigung von Mann und Frau und Kindern, alles Mögliche, Recht auf Arbeit, alles Mögliche geregelt war, kann sich die DDR, was die Rechtsordnung betrifft, sehen lassen, international sehen lassen. Schon am 1. Mai 1950 wurde ein Arbeitsgesetzbuch erlassen. Der Titel war ein klein bisschen komplizierter. Die Bundesrepublik hat bis heute nicht kein Arbeitsgesetzbuch. Ja? Hat ja auch kein Recht auf Arbeit. Ja, das haben Sie jetzt schon gesagt. Aber trotzdem könnte es ein anständiges Arbeitsgesetzbuch geben. Und jetzt müssen die Arbeitsrichter versuchen, und es gibt ja doch sehr viele, die da doch einen Nerv oder eine Seele haben für die Arbeitnehmer, aus diesem mehr oder weniger großen Tohuwabohu arbeitsrechtlicher Regelungen etwas zu finden, einen Weg zu finden, der also den betreffenden Arbeitnehmer nicht allzu schwer belastet in dem jeweiligen Rechtsstreit. Wir können das fortsetzen über das Familienrecht. Da hat ja erst kürzlich, das vierte Buch des BGB, was sich mit dem Familienrecht beschäftigt, sagen wir mal, reformiert worden. Das geht weiter über die Gesetze des Zivilrechts, also das ZGB von 1975. Ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt stimmt, 400 Paragraphen oder so ähnlich. BGB 2500 fast. Hat Gründe. Aber jedenfalls das Entscheidende ist, dass das ZGB für die Bürger, es ist nicht das Wirtschaftsrecht, gemacht. Klar, verständlich. Das haben zig Kollegen aus vielen Ländern, auch Bundesrepublik, damals gewusst. Manche wissen es heute nicht mehr. Auch das Strafgesetzbuch bis zum Strafvollzugsgesetz. Abgesehen davon, dass das Strafvollzugsgesetz in der DDR vor dem Bundesdeutschen kam. Also auch insofern ja, auf einem wichtigen Gebiet, also sagen wir mal ein rechtsstaatliches Element produziert hat. Was übrigens auch das für die Jugendlichen, also das den Jugendstrafvollzug betraf. Und da ist ja bekanntlich erst, wie war das, glaube ich, Ende vorigen Jahres, auf Länderebene eine gesetzliche Grundlage geschaffen worden, nachdem eine Reihe von mutigen Richtern gesagt haben, wir können den Jungen hier nicht einsperren, weil es keine gesetzliche Grundlage für den Jugendstrafvollzug gibt. Also sogar in der Zeitachse gibt es vieles, wo man sagen kann, da war aber die DDR schneller. Diese Unterscheidung, diese politische Unterscheidung, die wir angesprochen haben, hat ja dann ab 89, Sie haben das schon mal so ganz kurz angetippt, und es wird auch Gegenstand Ihrer neuen Publikation über das DDR-Strafrecht unterm Bundesadler sein, die nächstes Jahr erscheint. Diese Unterscheidung hat ja Auswirkungen ab 89 auf den Umgang mit DDR-Bürgern innerhalb der jetzt Gesamt-BRD-Justiz gehabt. Also wenn Sie da vielleicht einfach nochmal dieser Übergang, also Sie sprachen Bärbel Bulley an, die sagt, wir haben an sich auf Rechtssicherheit oder Rechtsstaat, wie immer sie sich ausgedrückt hat, gehofft, sind hier enttäuscht worden. Da steht sie ja nicht alleine. Wie ist es nach 89 gewesen mit der Anwendung jetzt plötzlich von Rechtsvorschriften, die
in dieser Form es vorher entweder gar nicht gab oder die heftig umgedeutet wurden. Mhm. Ja, ja. Sie gestatten eine kurze Anmerkung noch davor als Einstieg. Man kann über den Einigungsvertrag politisch sonst wie diskutieren. Und was er beinhaltete, dass also eine Rechtsordnung in einem Staat DDR, das war nicht ein Federstrich, aber jedenfalls mit dem Sekundenzeiger, 3.10., verschwand. Das ist einmalig. Beim Anschluss Österreichs, ich habe mir das extra nochmal angeguckt, 1938, ist die österreichische Rechtsordnung, Rechtssystem, Justizsystem, Richter und so weiter, unberührt geblieben. In dem maßgeblichen Gesetz ist extra festgelegt worden, dass die jeweiligen Fachminister dann und so weiter die notwendigen Gesetze oder Regelungen treffen sollen. Wie dann vor allem für Militärangehörige und sowas alles. Selbst die Nürnberger Gesetze sind nur peu à peu und so weiter. Und so. Also es war nicht zwingend, dass man diese Rechtsordnung liquidiert, aber es gehörte ja zum Programm der Liquidierung der DDR. Aber das bedeutete, und das ist noch gar nicht aufgearbeitet, ein Wegfall von Rechten, auch Grundrechten, die DDR-Bürger hatten. Man braucht nur Folgendes zu machen, das ist ganz einfach. Man nimmt das Grundgesetz, die ersten, sagen wir mal, 17 Artikel, welche Rechte sind da vorgesehen, und nimmt, das ist nicht ganz so einfach, weil man das nicht seitengleich so vergleichen kann. Die sind ja unterschiedlich konzipiert, die Verfassungen, die Verfassung der DDR. Also die sogenannten klassischen politischen Bürgerrechte sind mit unterschiedlicher Diktion und weiß ich was, aber in der Substanz, im Grundsatz, dort und dort. Also da ist nichts Wesentliches zugekommen, da ist nichts Wesentliches weg. Aber die ganzen sozialen Rechte, Recht auf Arbeit, auf Bildung, auf Gesundheit und Alter und alles Mögliche, was die Menschen jetzt hier massenhaft erleben, die sind weg. Also deutlicher kann man den Rechtsverlust, jetzt kann man das untersetzen noch mit den Gesetzbüchern, die ich genannt habe, aber schon auf der Ebene des Verfassungsrechts ist da so sonnenklar, welcher Rechtsverlust hier entstanden ist. Aber Sie stellten ja auf ein anderes Problem ab. Das gehört dazu. Ja, ja. Das ist, insofern bin ich Ihnen für diese Vorbemerkung dankbar, weil es ja jetzt auch um die Perspektive der ehemaligen DDR-Bürger geht, die jetzt mit großen Hoffnungen, mit Versprechungen, das waren ja nicht nur die Versprechungen der blühenden Landschaften, die dann sich eher in Öste und Wüden gewandelt haben, sondern es waren ja auch die Versprechungen auf dem Punkt der Rechtssicherheit, der Rechtsstaatlichkeiten, all solche Geschichten. Wenn das André schon mal ist, dass eine Fülle von Grundrechten einfach gekillt werden, dann ist das kein so richtig guter Start. Genau, genau. So, aber diese andere Frage, die auch in dem angedeuteten Buch Strafrecht der DDR unter dem Bundesadler oder unter dem Bundesadler behandelt werden wird oder schon ausgearbeitet ist, da geht es um Folgendes. Auch hier muss ich sagen, der Einigungsvertrag, das heißt in dem Vertrag ja nicht, sondern in den Anlagen, ist insoweit juristisch nachvollziehbar in Ordnung geregelt. Als ich das las, dachte ich, in Ordnung, ja. Weil da nämlich steht, dass auf Handlungen, die in der DDR unter dem DDR-Recht vorgenommen worden waren, wann auch immer, das DDR-Recht anzuwenden ist. Das ist eine völlig klare Aussage. So, nun möchte ich wissen, wieso, ob das nun der Grenzsoldat ist oder der Richter, der nach diesem DDR-Recht seinerzeit gehandelt hat, wieso das kriminell gewesen sein soll. Also man muss vielleicht einfach nochmal auch für den Zuschauer deutlich machen, was hinter Ihrer Forderung oder hinter dieser Aussage steckt, ist der uralte römische Rechtsgrundsatz des Nulla Pone Sine Lege, dass ich... So alt war der nicht, das war Feuerbach. Der kommt aus dem alten Rom. Dass die, also er ist wirklich, das ist ja, wirklich. Ja, ja, aber diese klassische Formulierung. Ja, oh, gut, Feuerbach. Gut. Ja, ja. Aber gemeint ist, dass es darf keine Bestrafung geben. Das ist das Gesetzlichkeitsprinzip. Das ist dieselbe Position wie Radbruch und so weiter. Richtig, richtig. Also das ist sowas Elementares für einen Juristen. Also sonst soll er gar nicht erst. Aber jetzt nochmal Beispiel. Sie haben jetzt so ganz nebenbei. Was ist in dem Punkt passiert oder was hat es da jetzt gegeben? Wer wurde plötzlich
als DDR, ehemaliger DDR-Bürger, einem Gesetz unterworfen, unter dem er vorher gar nicht hat agieren können. Er wurde ja keinem fremden Gesetz unterworfen. Das Gesetz, was nach dem Einigungsvertrag auf ihn angewandt werden sollte, ja, war ja das DDR-Gesetz. Okay. Und nun machen Sie mal das Kunststück, aber das muss man wirklich ähnlich wie beim Zirkus als Kunststück bezeichnen, dass jemand, der unter dem DDR-Recht in Einklang mit dem DDR-Gesetz gehandelt hat, will zwei Dinge nachher illustrieren. Und dann natürlich selbstverständlich nicht bestraft wurde, weil es rechtmäßig war. Mhm. Wieso das jetzt Unrecht wird. Ein klassisches Beispiel für schwarz-weiß oder umgekehrt weiß und schwarz. Gerade bei der Rechtsbeugung kann man das vielleicht noch am ehesten anschaulich erläutern für auch Nichtjuristen. Denn man muss, ich will aussprechen, also die Juristen, und da bin ich mal so gemein und sage, sowohl die in Ost wie in West haben so viel doch juristisches Denken an ihren Universitäten gelernt, dass sie im guten und schlechten Sinne mit dem Recht umgehen können, haben eine Menge geistige Aufwendung geleistet, um das Kunststück zu schaffen, aus einer rechtmäßigen Handlung ein unrechtmäßig strafbarer zu machen. Bei der Rechtsbeugung gibt es zum Beispiel mal Folgendes, relativ einfaches, das andere ist komplizierter. Im DDR-Gesetz stand aus gutem Grund, die Rechtsbeugung setzt voraus, dass er gesetzwidrig handelte. Ja. Gesetzwidrig entschied. Der Richter. Der Richter. Der Richter, ja. Nur dann kann es Rechtsbeugung sein. Ja. Andere Pause. So, gesetzwidrig. Das heißt, da muss es ein Gesetz gegeben haben. Und er hat natürlich vorsätzlich im Wissen, dass es verboten ist, jemanden zu bestrafen, der nichts gemacht hat, ne? Trotzdem. Eindeutig, an sich. Und nun hat man aus dem Wort gesetzwidrig rechtswidrig gemacht. Das Wort gesetzwidrig durch das Wort rechtswidrig ersetzt in der Rechtsanwendung. Und damit hat man sich die Tür geöffnet, ich sag's mal so pauschal, alle möglichen Rechtsgedanken, ja, es ist richtig so formuliert worden, allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze und weiß der Teufel was, heranzuholen und kann damit das positive Recht aushebeln. Das ist noch klassischer vielleicht bei den anderen Verfolgungen gewesen. Ich bin kein Mathematiker, aber so viel ist mir noch in Erinnerung. Da gab es irgendwas mit der Klammer. Und das Plus oder Minus vor der Klammer macht den Klammerinhalt sozusagen je nachdem Plus oder Minus. Wenn ich also eine solche Sache vor die Klammer stelle, irgendwelche Rechtsgrundsätze, ist genau alles, was dann drin ist, genau ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, es wird in einem solchen Fall nicht mehr nach dem konkreten Inhalt und Wortlaut des DDR-Gesetzes gefragt, sondern man zieht einen Moralgrundsatz ganz nach vorne. Politisch-moralisch. Oder einen politischen Grundsatz ganz nach vorne. Und damit ist die Anwendung des Gesetzes gar nicht mehr das, was diskutiert wird, sondern etwas. Entstellung, Verdrehung. Ja, ja, absolut. Beispielsweise hat ja auch der Bundesgerichtshof und auch deutlich das Bundesverfassungsgericht gesagt, die maßgebliche Vorschrift, die Schusswaffengebrauchsbestimmung der DDR, ist im Wortlaut im Wesentlichen wie auch in der BRD und auch in anderen Ländern. Ich meine, unsere Juristen, die sowas vorbereitet haben, haben doch, ist ja nicht mein Thema gewesen, sich natürlich vorher umgeschaut in der Welt und nebenan. Ja. Die werden dann nicht eine Bestimmung machen, die so offensichtlich davon abweicht, wenn kein Grund dazu besteht. Also die Schusswaffengebrauchsbestimmung, was, das will ich jetzt nicht ausführen, war legitim, entsprach auch, wenn man so will, rechtsstaatlichen Anforderungen. Ist ja, wie gesagt, fast die UZWG, also unmittelbare Zwangsanwendung, Gesetz. So, danach hätte also nicht. Aber was ich vorhin am Anfang sagte, dieser Richter meinte, nur deshalb, weil er im Unrechtsstaat gedient hat, gilt also diese Rechtsbestimmung, diese Schusswaffengebrauchsbestimmung bei ihm nicht zu seinen Gunsten. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass, wenn der Einigungsvertrag festlegt, dass das Handeln sich
in der Bewertung orientiert an den Gesetzen der DDR. Wenn ein DDR-Bürger gegen irgendwelche Gesetze verstoßen hat, kann er nur verurteilt werden, wenn er gegen DDR-Gesetze verstoßen hat. Und nicht, wenn es ein BRD-Gesetz war oder ein Gesetz, was weiß ich was, der NATO oder sonst irgendwas. Gut, wenn das völlig klar im Einigungsvertrag so geregelt ist und dann plötzlich ein Richter in einem konkreten Verfahren auf die Idee kommt zu sagen, hier drehe ich das rum, indem ich, wie Sie mathematisch so schön das Bild nehmen, ich vor die Klammer einen politischen Begriff setze und damit das, was in der Klammer, nämlich das konkrete Gesetz, völlig irrelevant wird, dass ein solches juristischer Humbug auf der nächsten Instanz, spätestens in Karlsruhe, aufgehoben worden wäre. Sie schmunzeln. Das heißt, man hat diese Form der Siegerjustiz und Rachejustiz durchgezogen bis nach Karlsruhe. Bis nach Bundesverfassungsgericht, jawohl. Das ist es. Diese Richter sind doch nicht von sich aus auf die Idee gekommen, das so zu machen. Der Justizminister Kinkel hat auf dem Richtertag sehr schön gesagt, und ihre Aufgabe ist, die DDR zu delegitimieren. Als Justizminister habe ich gedacht, müsste er sagen, und beweist mal hier an diesem Beispiel die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik. Das hätte ich erwartet. Nein, davon war nicht die Rede, sondern vom Delegitimieren, also vom politischen Auftrag. Vom politischen Auftrag. So, nun weiß der Teufel, wie das im Einzelnen gelaufen ist, aber offensichtlich haben diejenigen, die als Erste, das ist, man kann da bald sagen, wie die Infanterie, die nach vorne geschickt wird, ins Feuer geschickt wird, die als Erste mit solchen Dingen konfrontiert waren. Ob das so ganz zufällig war, wer da welcher Richter das war, weiß ich nicht. Also wer da der Richter wurde. Aber sie haben sich eben bewährt. Und das hat der BGH, ist auch so interessant, in welcher Entscheidung er das zunächst gemacht hat, dann begutachtet, anerkannt. Und zwar interessanterweise in einer Weise, wo weit über den Einzelfall hinaus judiziert wurde. Normalerweise macht das kein oberes Gericht, das entscheidet diesen Fall. Mhm. Besonders deutlich ist das, wie sehen gewesen bei der Rechtsbeugung, da hat auch der BGH. Die erste Sache, die ihm auf den Tisch kam, war eine Arbeitsrechtssache, also eine Sache, wo ein Arbeitsrechtler wegen Rechtsbeugung dran war. Freigesprochen, BGH hat es bestätigt. Aber dann hat der BGH seitenweise allgemein, ja, man kann schon fast sagen, philosophiert, wie denn das ginge mit der Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so weiter und wo Grenzen sind, und hat dort einen Katalog aufgelistet, den man, wenn man nur dieses Urteil liest, naja, wenn das so ist, dann müsste das vielleicht doch Rechtsbeugung sein können, akzeptieren könnte. So. Und damit war sozusagen Fingerzeichen gegeben für die anderen. Das gehört nämlich zu diesem Justizsystem. In der DDR war ein anderes Prinzip. Da galt das Prinzip, dass das oberste Gericht, wenn Voraussetzungen vorlagen, Erkenntnisse vorlagen, man Richtlinien entwickelt hat für die Anwendung des Gesetzes. Also nicht anstelle des Gesetzes, sondern zur Auslegung und Anwendung. Typisch für das schon Kaiserzeit die Revisionsgerichte ist, dass sie am Einzelfall, dass sie den Einzelfall beurteilen und entscheiden. Und die Wirkung dieser Entscheidung und auch die Argumentation gilt für diesen Fall und für nichts anderes. Und von diesem uralten deutsch-traditionellen Prinzip ist man abgesprungen, weil man Musterprozesse brauchte und Orientierungen für die anderen. Also das ist hochinteressant, solche. Das heißt, also wir haben hier eine Situation, in der an und für sich nach Einigungsvertrag all diese Personen, Sie haben jetzt den Kreis der Richter angesprochen, wo es bei dem Thema um das Thema Rechtsbeugung geht. Es geht aber dann auch um Schusswaffengebrauch an der Grenze, und dass aber in all diesen Fällen Personen nach dem Einigungsvertrag nicht hätten verurteilt werden dürfen. Dürfen, genau. Ja. Und das heißt, in der zweiten Phase, nachdem also erstmal eine ganze Reihe von
Grundrechten, die es gab, wegfielen, musste dann zumindest Teile der DDR-Bürger, der ehemaligen DDR-Bürger erleben, dass das, was der Einigungsvertrag als Rechtssicherheit ihnen suggeriert hatte, sich als höchst fragwürdig herausstellte und es ja dann auch massenhaft zu Verurteilungen kam. Ja, ja. Außer der Frage der Richter und der Frage der Grenzsoldaten, gibt es weitere Beispiele, wo es plötzlich zu Verfahren gekommen ist und Personen angeklagt wurden, obwohl sie eigentlich nach DDR-Recht sich nichts haben zu Schulde kommen lassen? Es gab eine ganze Reihe anderer Fälle auch, aber die sind meistens dann irgendwie, ich sag's mal so pauschal, nicht so an die hohe Glocke gehoben worden, beziehungsweise im Sande verlaufen. Aber interessant ist Folgendes, dass die Angehörigen oder Mitarbeiter da von dem Ministerium für Staatssicherheit, ja, mal billig gesagt, davon gar nicht so tangiert wurden. Zum einen deshalb nicht, weil der Untersuchungsführer nach der bundesdeutschen Regelung, und hier ist die Frage der Kontinuität, nicht die Kontinuität des Rechts. Also wenn in der DDR stand Rechtsbeugung vom Richter, Staatsanwalt oder Untersuchungsführer und den Untersuchungsführer nach dem bundesdeutschen Recht nicht gibt, kann er, selbst wenn er nach DDR-Recht bei nachträglicher Betrachtung vielleicht doch etwas gemacht hat, nicht bestraft werden. Also als Rechtsbeugung kommt nicht in Frage, aber da hat man noch andere Sachen versucht. Also wie war denn das mit dem Brief öffnen und da Geld wegnehmen und sowas alles. Und da hat sich der große Senat des Bundesgerichtshofs damit beschäftigt, weil die Senate die Strafsenate auseinandergingen in ihrer Sichtweise. Und ist zu folgendem Ergebnis gekommen, ich verkürze. Tja, es ist nicht der Tatbestand des 246 BG, also bundesdeutschen Strafgesetzbuchs, erfüllt. Das bedeutet? Weil die nicht sich zugeeignet haben, ja, sondern, sagen wir es mal billig, dem Staat. Das heißt also in diesem Fall, und das verwundert mich so furchtbar, dass ausgerechnet bei der Truppe MFS, die dort eine gesetzestreue Anwendung, also eine nach DDR-Recht und entsprechend bundesdeutschen Recht, gesetzestreue Anwendung durch den Großen Senat vorgegeben haben. Und dadurch sind all die nicht bestraft worden. Obwohl viele Leute darüber furchtbar böse waren. Ja, wobei es ja schon auch zumindest Versuche gegeben hat, wenn ich jetzt an das Verfahren gegen Markus Wolf in Düsseldorf... Ja, das ist ja nun was anderes. Das ist Landfrieden, Landesverrat und so weiter. Das ist eine ganz andere Flanke. Ja, aber wie kann der Geheimdienstchef der DDR Landesverrat begehen nach BRD-Recht? Also ich meine, das ist ja nun... Ja. Das ist genau ja auch eine Lachnummer. Naja. Ich meine, es war seine Aufgabe. Man kann über ihn denken, was man will. Das ist ja völlig in Ordnung. Es war seine Aufgabe, natürlich. Ja. Da haben Sie recht, das ist eigentlich eine Lachnummer. Ja, aber es ist alles eben doch sehr ernst. Also dann hätte man Herrn Kinkel gleich mit daneben setzen müssen. Bloß die Historie war anders gelaufen. Ja, das ist richtig. Und da sehen Sie, wer manchmal wächter ist als das Gesetz. Ja. Jetzt leben die DDR-Bürger seit zwei Jahrzehnten mit einer für sie erstmal neuen Justiz und einer ja auch neuen Gesetzen. Sie haben dann so ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Das beschreiben Sie auch sehr schön. Bleiben Sie aber jetzt nicht Sie persönlich in Ihren Publikationen in der Rückschau stehen, sondern weisen auf Probleme hin, auf sehr aktuelle Probleme hin, dass sich diese Gesamtbundesrepublik gerade auch in den juristischen Bereichen, gerade auch im juristischen Bereich, zunehmend weg von dem Anspruch dessen, was man mal jetzt in Anführungsstriche als Rechtsstaat betrifft, entwickelt. Also einer Titel Ihrer Publikation heißt Der Überwachungsstaat. Was kommt denn jetzt quasi noch als Sahnehäubchen für den DDR-Bürger obendrauf? Ja, also für uns alle. Die Sache ist ja die,
das Stichwort Überwachung oder ähnlich ist ja, wir hatten eben Staatssicherheit gerade mit dieser Institution besonders in Verbindung gebracht. Und unter dem Gesichtspunkt natürlich die Frage, ist das jetzt anders? Und da schien es mir sinnvoll, das war ja der Sinn dieser Arbeit, da mal zurückzublicken. Und wie auch auf anderen Gebieten. Das Grundgesetz in der Verfassung von 1949, ganz anderes als dann später. Mhm. Ich meine schon gar nicht die vielen anderen Dinge, die mit der Europäischen Union und so weiter zusammenhängen, sondern auch innerstaatlich. Also schlägt ständig durch, sagen wir mal, der Sicherheitsaspekt. Und der DDR war vorgeworfen worden und ist auch von DDR-Bürgern, auch im Nachhinein, ob da vielleicht eine Sicherheitspsychose war oder eine Übertreibung der Sicherheit. Wobei man nicht vergessen darf, derjenige, der schwächer ist und dann von einem Stärkeren ständig bedroht wird, hat natürlich einen anderen Blick auf die Sicherheit als der Stärkere, also der Kleine. Verstehe. Ja. Und da kann schon passieren, dass der die vielleicht nicht alles ganz rationell bedacht hat. So, aber das ist nun das Interessante, dass also erstens die Entwicklung dazu hier nachgezeichnet wurde, angefangen von den G10-Gesetzen, also Abhören und so weiter, diese ganzen Geschichten. Und wenn man sich die Strafprozessordnung dazu anguckt, gerade auch die letzten Dinge. Es gibt also Dutzende von Paragraphen, wo jetzt noch von A bis, ich glaube, bis P sind sie schon bei dem einen Paragraphen. Also bald ist das Alphabet zu Ende. Ja, was da als Ergänzung ist, yeah, mit Überwachung und all solchen Geschichten. Und nun wurde das ja auch dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt und so weiter. Und wie macht es das Bundesverfassungsgericht? Ich habe irgendwo mal formuliert, es ist staatstreu, natürlich. Aber allzu krasse Schnitzer werden dann korrigiert. Mhm. Nicht? Wir haben jetzt die Diskussion hier mit der Europa-Geschichte. Ja, die Diskussion geht ja in die Richtung, dass dann nachher letztlich die Regierung das entscheidende Wort hat. Also, naja. So. Und das spiegelt sich hier auch wieder. Ob das die Demonstrationsfreiheit war, also die Demonstration da bei den, also vor den amerikanischen Einrichtungen da, ja, und Sitzblockaden und diese Anschicht. Wo ja schon beim BGH so interessant ist, die eine Entscheidung aus den frühen 80er Jahren oder 70er Jahren, die sagte, es bleibt dabei verboten, und 10 Jahre später Korrektur. Auch hier ist wieder das Interessante, für den Juristen Interessante, nicht am Problem wird das deutlich, sondern am Gewaltbegriff. Also ob der Begriff der Gewalt so weit gefasst werden darf oder nicht. Mhm, Gewalt und Zwang und so weiter sind ja juristisch sehr unterschiedlich. Und mit diesem Gewaltbegriff haben sie die Geschichte dann gekappt oder korrigiert. Bei einer anderen Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts darf man ja auch nicht vergessen. Also die anderen Richter sind ja, wenn sie nicht nach oben versetzt werden oder in Ruhestand versetzt, ja, werden, doch noch auf demselben Stuhl. Aber da kann sich das ja in der nächsten Wahlperiode geändert haben. Und dreist, wenn die politische Konstellation CDU, Schwarz und Rot so etwa die Waage hat, aber die personelle kann sich verändern und es kann sich dann vielleicht auch eine andere Stimmung unter den Juristen, eine andere Stimmung herausbilden und die jetzt wie in diesem Beispiel. So. Wobei wir da nur ganz kurz die Klammer, vergessen Sie Ihren Gedanken nicht, einfach nochmal deutlich machen müssen, dass gerade bei den ganz großen Gerichten, Verfassungsgericht beispielsweise, natürlich die Personen ganz stark auch politisch besetzt, ja, ja, werden, ja, die ja, doch ja, als ja, Richter agieren. Natürlich. Das sind keine, ich sag mal, natürlich müssen sie Volljuristen sein, das ist schon klar, aber es sind nicht primär die juristischen Qualifikationen, sondern es sind jetzt schon seit vielen Jahrzehnten politische Qualifikationen. Ja, ja. Oder Bedingungen, Kautel. Sie gestatten, weil das ja auch zu dem vorigen Thema gehörte, Bundesverfassungsgericht zu der Frage Rückwirkung. Diese Entscheidung ist wohl maßgeblich von Professor Hassemer von Goethe-Universität Frankfurt mit geleistet, geschaffen, produziert worden. Ich lese das und denke, in Ordnung.
lese seitenlang. Stimmt zu, genau dieselbe. Ich habe den auch früher mal kennengelernt und habe ja also Nähe unserer Auffassung erlebt. Und dann kippt es um. Das gilt aber nicht mehr, wenn es sich um die DDR handelt. Mhm. Vorneweg sagt er, dieses Prinzip rückwirkungsweise ist universell, ist formalisiert. Also wenn etwas rechtlich formalisiert wird, lässt es doch keine Ausnahme zu. Und dann wird umgekippt, in diesem Fall nicht, weil und so weiter. Das kommt nachher politische Argumente. Also da kommt sehr anschaulich zum Ausdruck, ein Jurist, der auf einen solchen Stuhl kommt, der hat da wahrscheinlich seine juristische Jungfräulichkeit verloren. Also wie kann ein Jurist sowas nachvollziehen? Vorneweg wird gesagt, es gilt absolut und ist sogar formalisiert, also ohne Ausnahme. Und dann heißt es, das gilt aber nicht mehr, wenn es sich um die DDR handelt. Ich sage jetzt mal, verkürzt, ja. Ja. Ja, damit war deutlich, dass hier die Politik über Recht entschied. Ja. Und eigentlich wird mit dieser letzten Formulierung, mit dieser Ausnahmeformulierung, all das, was vorne juristisch großartig erklärt wird, in den Mülleimer geschmissen. Ja, ja, genau, ja. Genau, genau. Hm? Das heißt, wir haben eine Situation, in der das ist eben das, was Sie zum Schluss in Ihrer Analyse und Kritik ansprechen, in der wir heute eine Entwicklung, eine juristisch-politische Entwicklung haben, die gesamte Bundesrepublik betrifft, in Richtung den Bürger in seinen Rechten immer stärker einschränken. Genau. Staat. Das heißt, die Sicherheitsaspekte werden immer entscheidender. Ja. Ja. Und in juristischer Formulierung wird, ich habe das Beispiel genannt, dass bald bis zum Buchstaben P, also wie viel 20 eingefügte Paragraphen gemacht worden sind, wo das noch erlaubt wird, das noch erlaubt wird. Das heißt, es ist alles in einem gewissen Maß an formell-juristischer Perfektion aufgeschrieben. Ja. Aber die Substanz hat damit schon den Rechtsstaat ausgehöhlt. Ja. Also wir sind bei unserem Gespräch eingestiegen bei der Frage, hier ist der Rechtsstaat, dort ist der Unrechtsstaat, haben das als politische Kampfbegriffe letztendlich entlarvt, sind auf die Problematik eingegangen, was denn der Umbruch 1989 für die DDR-Bürger bedeutet hat. Und am Ende einer solchen, auch eines langen juristischen Erfahrungsschatzes, den Sie haben sammeln können, steht ein Staat, ein Land, das sich zunehmend vom auch auf der gesetzgeberischen Seite vom Bürger entfernt und in Richtung die Sicherheitsaspekte immer weiter nach vorne treibenden Überwachungsstaates entwickelt. Das ist sicherlich das Allerletzte, was man sich 1989 geträumt hat. Ja, Professor Buchholz, ich danke ganz herzlich für den Einblick, danke für dieses Gespräch. Ich will auf das eine Buch, was es jetzt noch nicht gibt, was wir auch noch gar nicht zeigen können, hinweisen, was im nächsten Jahr erscheint, das DDR-Strafrecht unter dem Bundesadler oder unterm Bundesadler, was sich eben mit genau jener Problematik befasst, wie es DDR-Bürgern nach 1989 ergangen ist, die dann plötzlich vor Gericht sich wiederfanden, obwohl sie nach Recht und Gesetz aus ihrer DDR-Zeit her sich daran orientiert haben und sich nichts hatten zu Schulden kommen lassen. Will aber auf Ihre anderen Bücher. Sie haben ein Standardwerk, ein großes Standardwerk über das Strafrecht im Osten mit einem Dokumentenband geschrieben. Und Sie haben diesen Systemvergleich Unrechtsstaat DDR, Fragezeichen, Rechtsstaat BRD, auch Fragezeichen, streitbare Ansichten dazu formuliert zu dieser politischen Auseinandersetzung. Und die jüngste Publikation befasst sich mit dem
Weg in den Überwachungsstaat mit einer Vielzahl von Beispielen. Ganz herzlichen Dank nochmal für den Einblick und auch für die Rückschau, aber eben auch für den Blick nach vorne. Ich danke für das Gespräch. Gern geschehen. Liebe Zuschauer, für das Interesse ein herzliches Dankeschön. Abschließend will ich nochmal auf die Publikation von Professor Buchholz hinweisen. Es lohnt sich einfach, diesem streitbaren Juristen sich ihm etwas zu nähern, sich die Publikation zur Gemüte zu führen und auf die Art und Weise durchaus einen etwas anderen und ich verspreche Ihnen einen nachdenklichen Blick in die rechtliche Entwicklung der Bundesrepublik und die rechtliche Entwicklung der DDR zu werfen. Für das Interesse herzliches Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Gegen den Strom.